Hallo, da ist Florian Rackl und willkommen zu dem kompletten Golfschwung-Guide. Es ist eine Videoserie über den gesamten Golfschwung, wo ich euch so gut wie möglich über die einzelnen Teile des Golfschwungs informieren, aufklären möchte und euch damit helfen, besser Golf zu spielen. Es ist eine Videoserie aus 6 verschiedenen Teilen. Ja, es wird über alle Teile des Golfschwungs ein eigenes Video geben, ja, über den Griff, über das Setup, über den Aufschwung, über den Abschwung, über den Durchschwung, die Finish Position und was alles wichtig dabei ist. Dieses erste Video hier möchte ich nutzen, um einmal überhaupt über den Golfschwung im Generellen zu reden. Ja. Und da ist es perfekt, wenn ihr zum Beispiel gerade erst angefangen habt, Golf zu spielen oder anfangen wollt, aber auch genauso gut, wenn ihr schon lang und also spielt und erfahrene Golfer seid. Denn auch ihr könnt euch aus diesem Golfschwung-Guide sicher etwas wieder herausholen, um euer Spiel zu verbessern. Der Golfschwung an sich benötigt ein paar Dinge. Ja? Und zwar ist das auf jeden Fall Power, ja? Die Beschleunigung des Schlägers natürlich, dann eine richtige Bewegung und natürlich so viel Konstanz wie möglich. Ja, das sind eigentlich so die Eckpfeiler von einem Golfschwung, die ihr unbedingt beinhalten sollte. Gut, wenn wir mal über den Golfschwung im Generellen reden, die meiste Arbeit macht der Körper. Es ist eine Rotation, es ist eine Drehung aus dem Körper. Ganz wichtig dabei ist eben, dass ihr bereits vom Start in den Aufschwung den Körper dreht und auch den Schläger dreht. Das heißt, es ist mehr eine Rotation vom Körper, Aufschwung, Abschwung und Durchschwung. Es ist eine Rotation, die ist ganz wichtig dafür, dass wir auch den Schläger beschleunigen können. Und auch der Schläger an sich, ja, der bewegt sich in einer, ich sage mal, kreisförmigen Art und Weise um den Körper herum, im Aufschwung, im Abschwung und dann auch im Durchschwung bis in die Endposition. Ja, das ist ganz wichtig, dass ihr aus dem Körper, ja, die Beschleunigung holt. Natürlich tragen Arme und Hände und die ganzen verschiedenen Körperteile dann ihren Teil dazu bei. Aber der Motor sollte der Körper sein in Form von Rotation. Ja, denn hier können wir dann die Balance gut halten. Hier können wir die Bewegung auch so gleichmäßig wie möglich machen. Ja. Sollten Probleme auftreten, dann sehe ich das meistens, wenn die Rotation nicht mehr ganz stimmt, Arme und Hände etwas anderes machen. Ja, ich sehe es sehr, sehr oft bei vielen Golfern, nicht nur bei denen, die erst angefangen haben, sondern auch bei schon erfahrenen Spielern, dass es viel zu viel eine Rauf- und Runterbewegung aus alleine Händen, Armen ist, mehr ein Kraftakt. Also ganz wichtig hierbei ist, es ist eine Rotation aus dem Körper, und der Schläger, der bewegt sich quasi in einer kreisförmigen Art und Weise rund um den Körper. Machen wir mal so einen Schlag, dass ihr das gut sehen könnt. Ganz genau. Also ihr habt gesehen, es ist hauptsächlich eine Rotation aus dem Körper heraus, sodass hier auf die bestmögliche Art und Weise beschleunigt werden kann und dass es gleichmäßig passiert. Ja, das ist ganz, ganz wichtig dabei. Also Aufschwung, Rotation aus dem Körper, ja, und den Durchschwung, die Rotation zurück. Quasi im Aufschwung versuchen wir die Spannung aufzubauen und dann im Abschwung die Spannung auszulassen und den Körper drehen zu lassen. Genau. Das ist im Prinzip den Golfschwung so simpel, wie ich ihn nur irgendwie möglich erklären kann. Ja, eine runde Bewegung, eine Rotation und nicht ein Kraftakt aus Händen und Armen. Ja. Denn wenn diese Hände und Arme zu sehr in den Schwung eingreifen und die Rotation in den Hintergrund gestellt wird, dann passieren Ausgleichsbewegungen und Fehler. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das von Anfang an wisst. Wir kommen dann auch zu den einzelnen Teilen. Natürlich hat sehr, sehr viel Einfluss auf den Ballflug der Griff.
Der Aufschwung mit dem Takeaway, da gibt es auch viele Checkpunkte, die wir uns anschauen müssen, bis zur oberen Totposition in dem Aufschwung, dann der Übergang Aufschwung, Abschwung bis hin zum Durchschwung und auch die Endposition, die hat im Endeffekt dann eine sehr, sehr große Bedeutung. Egal, ob ihr zum Golfen anfangt, gerade erst angefangen habt oder schon erfahrene Spieler seid, jeder wird sich daraus etwas ziehen können und ich werde ganz genau auf jedes Detail eingehen. Ihr könnt sofort oben auf das i klicken. Sobald die Videos online sind, findet ihr die ganze Playlist oben eingeblendet und könnt hier durch die ganzen Videos euch durchschalten und durchschauen. Ja, am besten schaut euch aber alle an, denn sie sind alle mindestens genauso wichtig. Ja, ich wünsche euch schon mal viel Spaß mit diesem Teil und beim Üben und dann schaut wieder rein beim nächsten.